Ja. Also doch. Oh Gott, und jetzt? Na gut. Guten Abend, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei unserer heutigen Wahlsendung, die wir diesmal live aus der Wandelhalle des Landtagsgebäudes übertragen. Hier haben wir unser mobiles Wahlstudio eingerichtet und hier wird es heute Abend auf jeden Fall sehr unterhaltsam zugehen, denn auch diese Wahlsendung wurde mit einem großen technischen und personellen Aufwand vorbereitet. Es ist jetzt genau 17.51 Uhr in 9 Minuten, meine Damen und Herren. Pünktlich um 18 Uhr schließen im ganzen Lande die Wahllokale und schon um 18.01 Uhr werden wir Ihnen eine erste Trendmeldung der heutigen Landtagswahl bekannt geben können. Das ist dann gut 9 Minuten früher als in unserer letzten Wahlsendung und um 18.06 Uhr. Da erwarten wir bereits die erste Hochrechnung, also gut 19 Minuten früher als sonst. Wie es zu diesem interessanten Zeitgewinn für uns alle kommen kann, das erläutert Ihnen jetzt mein Kollege Rainer Umwild. Ja, schönen Dank, Dieter Ohnebenhofer, und guten Abend, liebe Zuschauer. Zunächst aber noch ein kurzes Wort zu unserem Instrumentarium. Sie sehen hier rechts und links von mir unsere Studiocomputer von der Forschungsgruppe Wahlen. Vielleicht kann die Kamera sie jetzt mal im Bild zeigen. Hinzu kommen natürlich die Computer der Universität Mannheim. Sie werden ergänzt durch die Computer in unserem eigenen Rechenzentrum. Und die wiederum werden unterstützt vom elektronischen Datenzentrum der Universität Europa 2. Europa 2, bitte. Dankeschön. Und alle diese Rechenzentren stehen in direktem Kontakt mit unserem Fernsehspezialsatelliten für Wahlergebnisse, mit dessen Hilfe... Ja, da ist er schon. Und alle diese elektronischen Geräte mit ihrer unvorstellbaren mathematischen Präzision, die ermöglichen uns also erstmalig einen Zeitgewinn von mindestens 20 Minuten. Aber ich sehe, unsere Studio-Uhr zeigt kurz vor 18 Uhr. Ich gebe schnell zurück an Dieter Ohnebenhofer. Vielen Dank, Rainer Umbill. Ja, es ist hier inzwischen 17.59 Uhr und so spannend in unserem Studio, dass auch die Uhren schneller zu gehen scheinen. Bis 18 Uhr fehlen genau noch 19 Sekunden. Was für eine Landtagswahl. Noch 15 Sekunden. Wie mag wohl das Ergebnis aussehen? Noch steht alles sozusagen in den Sternen. Ja, unsere Studiouhr und die Uhren sämtlicher Wahllokale sind jetzt direkt zu unserem Satelliten geschaltet. Noch eine Sekunde und 18 Uhr. Die Wahllokale sind geschlossen, die Würfel sind gefallen. Und wie sie gefallen sind, das sagt Ihnen jetzt mein Kollege Rainer Umbild. Denn schon um 18.01 Uhr, da erwarten wir ja die erste Trendmeldung. Ich übergebe an Rainer Umbild. Ja, es ist 18.01 Uhr, aber die ersten Trendmeldungen lassen noch ein paar Augenblicke auf sich warten. Nun, wir haben es nicht eilig, denn wir sind alle sehr gespannt. Immerhin handelt es sich heute um eine Testwahl für Bonn. Und da sollten wir denn doch alle ein wenig Geduld übrig haben. So, Herr Finlow, haben wir denn jetzt schon was da? Nein, wir haben noch nichts. Noch immer nichts. Nun ja, das macht nichts. Dann gebe ich jetzt zurück an Dieter Ohnebenhofer. Oh, vielen Dank, Rainer Umbill. Ja, wir telefonierten gerade mit der Regie. Nun, diese kleine Verzögerung kommt uns sehr gelegen. So können wir Ihnen nämlich unser bislang geheim gehaltenes Umfrageergebnis bekannt geben, das wir in den letzten Tagen vor der Wahl für Sie ermittelt haben. Und damit begrüße ich auch schon unseren ersten Studiogast, den ersten von vielen. Und nicht zufällig ist es eine Frau, eine bedeutende Meinungsforscherin. Guten Abend, Gisela Poppe. Ja, schönen guten Abend, lieber Dieter Ohnebenhofer. Frau Professor Poppe, unsere Zuschauer würden jetzt gerne erfahren, welche Prognose, das heißt, welche Vorhersage für das heutige Wahlergebnis wir aufgrund Ihrer letzten Blitzumfrage treffen oder machen können. Ja, wieso denn? Diese letzte Umfrage hat sich ja von meinen vorherigen kaum noch unterschieden. Ist doch klar. Danach führt die CDU mit 45,4%. Das ist nur ein kleines bisschen schlechter als neulich, aber immer noch ein sehr sehr schöner Wahlsieg. Dagegen fällt die SPD stärker ab, obwohl man zugeben muss, dass sie ganz beträchtliche Stimmengewinne verzeichnen kann. Ja, können wir vielleicht mal die Grafik sehen, Regie? Also, da sehen Sie, SPD nur 39,1%. Bei der FDP kommt alles darauf an, dass sie über die 5%-Hürde kommt. Das tut sie auch, Gottlob, mit 5,1%. Und die Grünen kommen nolens volens auf 6,7%. Ja, damit hätten Sie aber auch hier zur dritten Partei gemausert, immerhin. Moment mal, mein Lieber, das ist eine ganz unverbindliche Prognose, ist noch kein Wahlergebnis. Ja, vielen Dank, Frau Professor Poppe. Und nun zu unserer ersten Trendmeldung. Wie schaut es denn aus, Rainer Umbill? Ja, wie schaut es aus? Herr Finlow, nein, sagen Sie selbst. Nein, da vorne ist die Kamera.
Es tut mir leid, wir haben immer noch keine Trendmeldung. Ja, mal sehen, wie lange das noch dauern wird. Allerdings gab es Befürchtungen, dass einige Wahllokale von gewissen alternativen Oppositionsgruppierungen daran gehindert werden könnten, ordnungsgemäß und pünktlich zu schließen. Sowas bringt dann natürlich den schönsten Zeitplan durcheinander. Das ist ja unvermeidlich. Ich gebe zurück an Dieter Ohnebenhofer. Nun ja, Rainer Umbel, das kann auch ganz andere Gründe haben. Aber es trifft sich sehr gut mit Ihrer Fehleranzeige, denn viele Zuschauer warten sowieso schon auf die planmäßige Heute-Sendung. Ich halte also meinen Zeitplan ein und gebe zurück nach Mainz in unsere Sendezentrale. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Willkommen zur Heute-Sendung. Eine Delegation von Landtagsabgeordneten aus CDU und SPD besuchte heute die evakuierten Ortschaften südlich von Werresheim, die nach dem gestrigen Raketenunfall geräumt worden waren. Die Politiker äußerten übereinstimmend, eine weitere Zunahme solcher Zwischenfälle sei wenig wünschenswert und schwer vorstellbar. Im Übrigen sei eine spätere Rücksiedlung der Bevölkerung in die leicht verstrahlten Wohngebiete durchaus denkbar. In Bonn wird sich morgen ein parlamentarischer Sonderausschuss mit den Folgen der neuesten Rentenkrise befassen. Nach Ansicht der SPD ist die Rentenzahlung noch allenfalls für die laufende Legislaturperiode gesichert. CDU und FDP bezeichnen diese Behauptung als sozialpolitische Brunnenvergiftung und halten die Renten auf absehbare Zeit für gesichert. Gegen den ehemaligen Staatsminister Benno Friedewirth, der die Bundesrepublik vor 14 Tagen mit unbekanntem Ziel verlassen hat, hier ein Archivbild, erhärtet sich der Verdacht, als Doppelagent sowohl für den Warschauer Pakt als auch für die NATO tätig gewesen zu sein. Friedewirth hatte seine politische Laufbahn als SPD-Abgeordneter begonnen und gehörte nach einer vorübergehenden Mitgliedschaft bei der FDP seit nunmehr vielen Jahren der CDU an. Mit Entschiedenheit dementieren die im Bundestag vertretenen Parteien, Spenden auch aus der internationalen Rauschgiftszene erhalten zu haben. Behauptungen dieser Art, die in der morgigen Ausgabe eines Hamburger Nachrichtenmagazins zitiert werden, seien schon deshalb unglaubwürdig, weil es eine zentral gesteuerte Rauschgiftszene gar nicht gäbe. Die Monatszeitschrift Beton veröffentlicht in ihrer neuesten Ausgabe eine Statistik, der zufolge es 1990 in der Bundesrepublik mehr bebaute als unbebaute Bodenflächen geben wird. Ein Sprecher des Landwirtschaftsministeriums bezeichnete diese Behauptung als sinnlose Zahlenspielerei. Und damit, verehrte Zuschauer, schalten wir wieder zurück in unser Wahlstudio. Ja, und hier ist wieder das Wahlstudio. Und nun, liebe Zuschauer, wird es höchste Zeit, dass Sie die Gelegenheit erhalten, sich aktiv und kreativ an unserer Sendung zu beteiligen. Denn ein Wahltag, das ist ja schließlich und endlich der Tag des Wählers und damit Ihr Tag. Liebe Zuschauer, zu einem Spiel, einer Art Gesellschaftsspiel mit Zuschauern, begrüße ich jetzt unseren zweiten Studiogast. Und Sie kennen ihn alles, heißt, Sie kennen Sie alles. Ist eine Frau, eine attraktive Frau, eine sehr begabte Frau, eine Künstlerin, ein Fernsehstar und ein Publikumsliebling. Richtig, es ist Beatrice Richter. Guten Abend, Beatrice. Guten Abend. Wir alle freuen uns ganz toll, dass Sie uns heute Abend in unserer Sendung besuchen. Ja, wer mich einlädt, der muss mir die Konsequenzen rechnen. Das war jetzt bestimmt hessisch. Stimmt? Ja. Sie sind ja bekannt dafür, dass Sie alle Dialekte nachahmen können, beneidenswert. Aber Sie sind auch eine hervorragende Schauspielerin, eine hinreißende Kabarettistin und überhaupt sehr, sehr vielseitig, das wissen wir alle. Jetzt machen Sie mich nicht verlege. Wunderbar. Aber was wir heute von Ihnen wollen, Bea, das hat garantiert noch keiner von Ihnen verlangt. Da muss es aber was ganz Anständiges sein. Nein, nein, keine Angst, ganz im Gegenteil. Es ist hochmoralisch, was wir von Ihnen wollen. Eine elektronische Publikumsbefragung. Wissen Sie, was das ist? Was sicher, das Junge, da kann ich fiese Matenske, das ist doch unser Leben Ted, oder nicht? Ja, ganz genau, es ist der Ted höchstpersönlich. Kennen Sie unseren Ted? Ja, da bin ich doch immer am Fernsehen, am Gucken, wenn Sie all die kniffligen Fragen an den kleinen Mann stellen, wenn Sie all nicht weiter wissen, wo? Ah, ja. Oh, Millionen, Millionen von den Zuschauern, die müssen alle am Telefon anrufen und Fragen stellen, aber sofort, ne? Müssen sofort Bescheid sagen, wie sie alles machen sollen, wie es geht und das. Nennen Sie dann Ted, das ist der liebe Ted, das ist ein lustiger Ausdruck, ne? Fabelhaft, Bea, ganz große Klasse. Und genauso wollen wir es auch heute machen, weil es ja heute um Ihre Stimmen geht, liebe Zuschauer. Hier haben wir also einen Zettel mit unserer Frage an Sie. Die Bea liest sie Ihnen vor, auf Hochdeutsch natürlich. Und Sie teilen uns dann Ihre geheimsten Gedanken mit und wie das alles so ist. Alles klar, Bea? Ja, alles klar. Also dann versuche ich es mal. Also,
Libertät. Das ist, so sagt man das doch, oder? Ja, ja, ganz genau. Stimmt da genau. Also, Libertät, stimmt es oder stimmt es nicht? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Moment, Entschuldigung. Die Leute sind doch heute alle zur Wahl gegangen, oder? Ja, selbstverständlich. Ja, wieso denn? Ja, ganz klar. Ja, aber das ist doch dann völlig überflüssig. Ich meine, diese Frage, die liegt doch dann gleich im Wahlergebnis. Und das Wahlergebnis ist doch die offizielle Meinung der Bevölkerung, oder? Ja, wunderbar, Bea. Sie reden ja schon wie ein Politiker. Ja, Politiker reden ja auch oft wie Komiker. Aha, jetzt ist aber interessant. Und woran erkennen Sie denn, ob da gerade ein Politiker redet oder ein Komiker? Ein Politiker kann die komischsten Sachen sagen und keiner lacht. Ja, und der Komiker? Der Komiker sagt die schlimmsten Sachen, alle halten es für Quatsch und lachen sich tot. Ah, ja. Da müsste man mal drüber nachdenken, in aller Ruhe. Aber leider ist unsere Sendezeit zu knapp bemessen. Dafür müssen schleunigst weitermachen. Also bitte, Bea, jetzt schnell die Frage an unseren Ted. Ja, also ich bin ja schon da. Also lieber Ted, stimmt es oder stimmt es nicht, dass die meisten Menschen in diesem Bundesland mit ihrem Leben und ihrem Lebensstandard sehr zufrieden sind und sich keinerlei Veränderung ihrer Lebensumstände wünschen? Lieber Ted zu Hause, sind Sie der Meinung, dass das stimmt oder sind Sie der Meinung, dass das nicht so stimmt? Dann bitte wählen Sie mit Ja oder Nein. Bitte wählen Sie jetzt. Und jetzt? Ja, jetzt sind wir alle wahnsinnig gespannt, Bea, was der Ted uns gleich sagen wird. Aber inzwischen müsste nun wirklich meinem Kollegen Rainer Umbel die leicht verspätete erste Trendmeldung vorliegen. Wie sieht's denn aus, Rainer Umbel? Ja, wie sieht es aus? Es sieht so aus, dass bei dieser Wahl in vielen Wahllokalen zum ersten Mal Wahlmaschinen verwendet wurden. Ich darf Ihnen mal so eine Wahlmaschine mal im Bild zeigen. Ja, und mit Hilfe dieser Wahlmaschine soll es eigentlich möglich sein, schon unmittelbar nach 18 Uhr die Wahlergebnisse in Händen zu haben. Aber die Übermittlung funktioniert wohl noch nicht so richtig. Jedenfalls dürfte diese Verspätung jetzt... Liebe Zuschauer, bitte entschuldigen Sie, Rainer Umbel, aber beim Ted scheint, glaube ich, alles bestens zu funktionieren. Denn soeben kommt seine Antwort. Also ob die Bevölkerung in diesem Lande zufrieden ist, darauf haben, mein Gott, ist ja nicht zu fassen, darauf haben 73,7% mit Ja geantwortet. Das kann ich ja gar nicht glauben. Also rund 74% sind mit ihrem Leben zufrieden und wollen nichts daran ändern. Ein tolles Ergebnis, nicht? Ja, und nur 26,3% wollen, dass sich was ändert. Das ist unglaublich, nicht zu fassen. Vielen Dank, Beatrice Richter. Ich bedanke mich auch, vor allem bei den Zuschauern. Ich wünsche euch noch eine schöne Wahlsendung. Und wir sehen uns ja dann wieder bei meiner eigenen Sendung. Also soeben kommen die nächsten Trendmeldungen. Ich gebe zurück an Rainer Umbel. Ja, wir befinden uns hier in der Wohnung von Professor Kottenschlieper. Herr Professor Kottenschlieper, Sie sind Gründungsrektor der Universität Europa II und haben sich als Verfassungsrechtler einen Namen gemacht, vor allem durch Ihre Publikationen über Wahlprognosen und Wahlanalysen. Herr Professor Kottenschlieper, Sie kennen unsere Prognose, das heißt Vorhersage zur heutigen Landtagswahl. Wie lautet hierzu Ihre Analyse? Wie kommentieren Sie dieses Wahlergebnis? Was denkt der Mensch und gebürtige Westfale Werner Kottenschlieper über die neue Landesregierung? Ist dieses Wahlergebnis typisch deutsch und sind Sie eher traurig darüber oder eher froh? Naja, also ich freue mich darüber, dass alle vier Parteien als Wahlsieger aus dieser Wahl hervorgehen. Es gibt keine Verlierer. Das hebt die Stimmung ganz allgemein, weil alle Wähler ihren Willen verwirklicht sehen. Aber trifft das denn auch auf unsere FDP zu? Ich meine, da werden wir doch leider mit erheblichen Stimmenverlusten fertig werden müssen. Aber sie bleibt doch drin, Herr de Croo. Sie hat doch 5,1%. Und dann, Herr de Croo, diese Prozentzahlen, die fangen doch alle erst an zu leben, wenn man sie auf die Wahlbeteiligung bezieht. Und bei den guten Wahlbeteiligungen, wie sie hierzulande eigentlich gang und gäbe sind, da sind 5,1% doch ein ganz prächtiges Ergebnis. Naja, es ist ja auch kein Wunder, in den letzten 4 Jahren, da wurde hier eben doch eine sehr, sehr gute Politik gemacht. Ja,
Liebe Zuschauer, soeben erhalten wir die erste Trendmeldung. Ich kenne sie auch noch nicht. Darf ich mal, Herr Fenlo? Nein, nein, ich mache das schon selbst. Ich bin ja gespannt. Ja, liebe Zuschauer, das ist also nun die ersehnte erste Trendmeldung. Und danach hat die CD... Oh, na nun, das ist doch nicht ganz das, was wir erwartet haben. Das ist das Ergebnis eines einzigen Wahlbezirkes. Das ist ja völlig untypisch. Daraus lässt sich überhaupt kein Trend ableiten. Das ist noch purer Zufall, ja. Wir müssen also noch ein wenig warten, bis uns die Ergebnisse aus 20, 25 Wahlbezirken vorliegen. Ich gebe zurück an Dieter Unnebenhofer. Vielen Dank. Nein, Rainer Umbill, Einzelergebnisse helfen uns jetzt wirklich nicht weiter. Viele Minderheiten ergeben noch keine Mehrheit. Wir müssen Geduld haben und zur Spannung gehört die Entspannung. Wir haben für Sie, liebe Zuschauer, aus den musikalischen Höhepunkten der zurückliegenden Legislaturperiode ein Medley, ein Potpourri zusammengestellt, das Ihnen mit seinen vielen Publikumslieblingen sicherlich so gefallen wird, dass Ihnen unser kleiner Zeitverlust nur allzu willkommen sein dürfte. Hier sind Sie, meine Damen und Herren, Highlights aus den letzten 4 Jahren. Ja, und hier ist wieder das Wahlstudio und jetzt mit einer großen Überraschung. Wir haben soeben die erste Hochrechnung erhalten und das sind runde 2 Minuten früher als bei der letzten Wahlsendung. Das ist ein Rekord, der unsere und Ihre arg strapazierte Geduld durchaus belohnt. Wir brauchen also gar keine Trendmeldung, das haben die Computer selber durchschaut. Wir haben die erste Hochrechnung und hier ist sie. Wir haben ja Geduld. Ja. Da ist sie, die erste Hochrechnung der heutigen Landtagswahl. Und wie sieht es denn nun aus, das Wahlergebnis? Da ist zunächst die CDU mit 45,4%, nicht schlecht, gefolgt von der SPD mit 39,1%, ein stattliches Ergebnis. Dann kommt die FDP mit 5,1%. Moment mal, Regie. Ich glaube, wir haben die falsche Grafik. Das ist doch wieder unsere Prognose im Bild. Wir warten aber auf die erste Hochrechnung. Da gibt's Musik, die auch mal schweigt, wenn uns der alte Fischer nachts die Sterne zeigt. Wir zwei fahren. Ja, liebe Zuschauer, die Verwirrung hier bei uns ist nur allzu begreiflich. Wir sehen hier nämlich doch die richtige Grafik. Das ist tatsächlich die erste Hochrechnung. Aber, und das ist sowas wie ein kleines Wunder, sie stimmt fast hundertprozentig mit unserer Prognose überein. Das heißt, mit unserer Vorhersage. Das alles ist kaum zu glauben. Vielleicht könnten wir jetzt mal die beiden Grafiken nebeneinander sehen, um sie vergleichen zu können. Regie. Ich meine, unsere Vorhersage und die erste Hochrechnung. Geht das? Nun, das scheint nicht so schnell zu gehen. Daher zunächst eine Analyse dieser ersten Hochrechnung. Ich gebe weiter an Rainer Umbill. Oh.
Aha, da haben wir nun doch die beiden Grafiken zum Vergleich. Da sehen Sie selbst, meine Damen und Herren, wie verwirrend diese Übereinstimmung ist. Zum Beispiel CDU. Prognose 45,4%, erste Hochrechnung 45,4. Fantastisch. Dann SPD. Prognose 39,1, erste Hochrechnung 39,1. Ist ja nicht zu fassen. Jetzt FDP. Prognose 5,1, erste Hochrechnung 5,1 und die Rückkehr in den Landtag ist damit geschafft. Ist ja fabelhaft, gratuliere. Ja, und dann schließlich noch die Grünen. Nanu, Prognose 6,7, erste Hochrechnung 8,2, ist ja allerhand, da klafft ja ein beträchtlicher Unterschied. Frau Professor Popper, wie erklären Sie sich diese starke Abweichung nach oben bei den Grünen? Ach, also Moment, Mama, lieber Moment. Also, da gibt's also nun in Gottes Namen meine... eine klitzekleine Abweichung, aber das ist ja nun wohl eher auf die Unberechenbarkeit der Grünen zurückzuführen, nicht wahr? Bei den Grünen, da war ja noch nie was berechenbar. Aber da warten wir mal ruhig die nächste Hochrechnung ab, lieber Nebenhofer, nicht? Ich meine, wer zuletzt lacht, der wüsste schon nicht. Ja, vielen Dank, Frau Professor Poppe. Und nun zu einer Analyse dieser ersten Hochrechnung. Ich gebe weiter an Rainer Umbild. Ja, liebe Zuschauer, eine erste Analyse der ersten Hochrechnung zeigt natürlich was ziemlich Aufregendes. Jede der großen Parteien könnte mit einem solchen Wahlergebnis mehr als zufrieden sein. Jede hat ihr Wahlziel erreicht. Aber, und das ist das Interessante, ja, Regie? Zurück an Dieter und Nebenhofer. Tja, liebe Zuschauer, die Ereignisse überschlagen sich heute in unserer Sendung. Während uns Rainer Umbild seine erste Analyse der ersten Hochrechnung gab, ist hier schon die zweite Hochrechnung eingetroffen. Nein, ich höre gerade... die dritte Hochrechnung, die zweite Hochrechnung wurde übersprungen, weil sie mit der ersten Hochrechnung total identisch war. Und diese dritte Hochrechnung, die bestätigt nun, dass schon die erste Hochrechnung fast hundertprozentig richtig war. Ein Wunder der Technik. Vielleicht könnten wir nochmal zum Vergleich die erste Hochrechnung im Bild sehen. Sie ist der zweiten und dritten zum Verwechseln ähnlich. Ja. Da ist, nein, das ist nun gerade nicht. Das ist schon die Verteilung der Sitze im neuen Landtag. Na, macht nichts, auch ganz wichtig. Demnach hätte die CDU 55 Sitze, die SPD 47 Sitze, die FDP 6 Sitze und die Grünen immerhin 10 Sitze. So, und zu einer Analyse dieser Sitzverteilung gebe ich weiter an Rainer Umbild. Ja, liebe Zuschauer, damit hat sich das Wahlergebnis stabilisiert. Man kann sagen, die Wahl ist gelaufen, rien ne va plus, nichts geht mehr. Alle vier Parteien sind wieder im Landtag und alles kann bleiben, wie es ist. Das ist ein schönes Ergebnis, das für die politische Mündigkeit unserer Bürger spricht. Denn noch nie hat ein Wahlergebnis so früh festgestanden. Mal sehen, was die Spitzenpolitiker der einzelnen Parteien dazu sagen, die wir jetzt in unserem Wahlstudio erwarten. Zurück an Dieter O. Nebenhofer. Ja, vielen Dank. Rainer Umbild, für diese erste vorsichtige Analyse. Nun, die erwähnten Spitzenpolitiker lassen natürlich noch auf sich warten. Keiner war darauf gefasst und in allen Parteien dürfte wohl im Moment der Wahlsieg begeistert gefeiert werden. Grund genug auch für das ZDF, sich auf den fröhlichen Unterhaltungsteil unserer Wahlsendung zu besinnen. Wir haben da noch etliche Überraschungen für Sie vorbereitet. Aber zunächst schalten wir jetzt um zum Siegestaumel der Wahlparty einer Landtagsfraktion. Haben wir da schon was da? Ja, wir befinden uns hier vor dem Sitzungssaal der CDU-Fraktion. Die Türen sind verschlossen. Die Fraktion hat sich zur internen Beratung zurückgezogen. Die Gerüchteküche brodelt. Aber der Pressesprecher der Fraktion, Dr. Manfred Landmann, ist für einen Augenblick zu uns herausgekommen. Herr Dr. Landmann, Sie sind für einen Augenblick aus Ihrer Fraktionssitzung zu uns herausgekommen. Wie man hört, ist die Atmosphäre in Ihrer Fraktion ziemlich spannungsgeladen. Die Diskussionen sollen erregt sein. Man spricht von einer Krise. Können Sie als Pressesprecher der Fraktion unsere Zuschauer etwas genauer informieren? Was tut sich auf Ihrer Fraktionssitzung? Welche Perspektiven zeichnen sich ab nach diesem Wahlausgang? Nun, was zunächst die Stimmung betrifft, Herr Üblich, die ist gut, wie immer bei uns. Gerade in solchen Krisenmomenten. Ich würde sagen, eine echt solidarische Stimmung, wenn auch ein bisschen abwartend und mehrheitlich ein wenig enttäuscht. Aber die meisten Kollegen geben im Moment noch den Computern die Schuld, während andere Abgeordnete schon an gewisse Konsequenzen denken. Trotzdem... Nimmt Herr Dr. Stüppers, nimmt Ihr Fraktionsvorsitzender an dieser Sitzung teil? Wir erwarten ihn jeden Moment. Manche Sehnsucht hat das Leben mir gespielt. Hat mir viel gegeben, was mein Herz erfüllt. Vieles ist
verschwunden, was mich drückt und treibt. Hab das Glück gefunden, doch das Heimweh bleibt. Händchen vom Tarau, mein Reichtum. Hier ist wieder das Wahlstudio mit einem neuen Studiogast. Ich begrüße eine Abgesandte des unübersehbaren Wahlsiegers der heutigen Wahl. Ich begrüße Marion Zobel-Anschütz von den Grünen im Gespräch mit meinen Kollegen Peter Coralli und Axel de Groot. Tja, Frau Zobel-Anschütz, die Grünen haben ja bei der heutigen Wahl den größten Zugewinn an Stimmen zu verzeichnen. Ihre Partei muss also wohl oder übel als der eigentliche Wahlsieger angesehen werden. Welche Emotionen bewegen Sie da in diesem Augenblick, gerade als Frau? Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Das ist doch alles überhaupt kein Thema mehr, Wahlsieger und sowas. Nachdem die heutigen Ereignisse doch eine politische Sensation allerersten Grades... Glauben Sie wirklich, dass das Matriarchat in unserer Gesellschaft jemals realisiert werden kann? Gibt es da überhaupt die kleinste Chance? Was soll das? Also, das... Was heute passiert ist, also für mich ist das so eine Art Urknall. Von jetzt ab dürfte hier eigentlich... Gut, vielen Dank, Frau Zobel-Anschütz. Alles klar. Tja, liebe Zuschauer, das war natürlich eine sehr, sehr subjektive Meinung. Das haben Sie sicher gemerkt. Frau Zobel-Anschütz wird wohl auch, wie man hört, von ihrer Partei nicht mehr in den Landtag geschickt werden. Nun ja, es gibt da vielleicht Zusammenhänge, aber die Spitzenpolitiker der drei großen Parteien, die lassen sich hier immer noch nicht sehen. Das ist menschlich begreiflich in dieser Situation. Bis zu Ihrem Eintreffen wollen wir Ihnen deshalb einen kleinen Film zeigen, den meine Kollegen Peter Coralli und Axel de Groot für Sie gedreht haben. Er zeigt Ihnen Höhepunkte aus dem hinter uns liegenden Wahlkampf mit sympathischen, menschlichen Kurzporträts der vier Spitzenpolitiker. Deshalb sagen wir, klipp und klar, ohne Wenn und Aber, bei dieser Wahl geht es um nichts Geringeres als um das Wirtschaftswachstum auf freiem Markt, um Familienpolitik, Energiepolitik und soziale Gerechtigkeit. Es geht um soziale Gerechtigkeit, liebe Freunde, um soziale Gerechtigkeit bei freier Marktwirtschaft. Es geht um Wirtschaftswachstum, Familienpolitik und Energiepolitik und um nichts Geringeres. Um nichts Geringeres als Energiepolitik in der sozialen Marktwirtschaft, um Wirtschaftswachstum der freien Familie, kurz um den Fortbestand der Demokratie. Uns dagegen, uns geht es um nichts Geringeres als den Fortbestand der Demokratie. Das heißt um die Basis, um echte Meinungsvielfalt, um gelebte Widersprüche. Ob es nun die Grünen waren oder die FDP oder die SPD oder die CDU, so sah ihr Wahlkampf aus. Er liegt nun hinter uns. Alle vier Parteien haben ihr Bestes gegeben. Für uns Berichterstatter war das oftmals gar nicht leicht, da noch für eine ausgewogene Information zu sorgen. Denn allzu krass prallte hier Meinung auf Gegenmeinung. Der Schlagabtausch war hart, aggressiv und unbarmherzig. Wer aber, so fragten wir uns in der Redaktion, wer aber steckt wohl hinter dem so erregenden Schauturnier dieser unerbittlichen Kontrahenten? Wer sind die Menschen, die sich da so leidenschaftlich in den Dienst einer Sache stellen,
in den Dienst an unser aller Wohl und Wehe. Ja, das sollte man ruhig einmal beim Namen nennen dürfen. Denn was, so fragten wir uns, was mögen wohl die tiefsten Gefühle solcher Menschen sein? Was tun sie am wohlverdienten Feierabend? Wie sieht ihr abgeschirmtes Privatleben aus? Und wie gestalten sie ihre Geselligkeit? Was sind ihre geheimsten Wünsche? Wovon träumen sie? Mit wem sind sie verheiratet? Wann fühlen sie sich glücklich? Mit einem Wort, wer sind die Menschen im gnadenlos brutalen Endspurt dieses Wahlkampfes? Wer sind sie in Wahrheit hinter den Masken der Politiker, der Wahlkämpfer, der Parteistrategen, der Volkstribunen, der Ökopaxe, der Ökolibertären, der Fundis oder Realos? Wir alle fordern einstimmig Stopp der sozialen Demontage, der Arbeitslosigkeit, der neuen Armut. Wir fordern Entgiftung unserer Umwelt, Gleichstellung aller Minderheiten, weltweite Friedenspolitik, uneingeschränkte Frauenpolitik. Einmal Frauenpolitik, eine neue Demontage sozialer Gleichstellungen, uneingeschränkte Minderheiten für die Friedenspolitik. Stopp der Entgiftung, weltweite Arbeitslosigkeit aller Minderheiten und soziale Demontage der Frauenpolitik. Eine neue Entgiftung aller Minderheiten, eine uneingeschränkte Demontage der Umwelt und einen Stopp für die Gleichstellung von Arbeitslosigkeit und Jugendarbeitslosigkeit. Ja, meine jungen Freunde, das ist wirklich schön, dass Sie mir helfen wollen bei der Gartenarbeit übers Wochenende. Das Arbeitsamt hat sie mir auch ganz besonders empfohlen. Und ich hoffe, dass ich auch Ihnen helfen kann in Ihrer schwierigen Situation. Denn Arbeitslosigkeit ist ja in vielen Fällen auch völlig unverschuldet. Darum biete ich Ihnen einen Stundenlohn von, sagen wir, 13,50 an. Einverstanden? Gut, dann ist ja alles klar. Dann können wir uns gemeinsam an die Arbeit machen. So. Nein, noch nicht. Ich sehe gerade, meine Frau möchte Ihnen vorher einen kleinen Imbiss servieren. Darf sie also bitten, Platz? Vielen Dank, mein Schatz. Ja, jetzt müsst ihr die Kamera dahin stellen, neu beleuchten. Oh, das sieht ja köstlich aus, Helga, was du uns da gezaubert hast. Frau Stüppers, Sie sind jetzt 24 Jahre mit Gotthard Stüppers verheiratet. Was halten Sie für seinen größten Fehler? Größten Fehler? Oh Gott, wüsste ich jetzt gar nicht so auf Anhieb. Ja, vielleicht seine Gutmütigkeit. Er gibt ja sein letztes Hemd, doch seine Gutmütigkeit. Eine völlig selbstlose Solidarität mit seiner Wählerschaft. Sehr schön. Was halten Sie für seinen größten Fehler? Oh Gott, da muss ich nachdenken. Warten Sie mal. Fehler. Seine Selbstlosigkeit und wie er sich aufopfert. Im Parlament, in seinem Wahlkreis, in den ganzen Ausschüssen und Aufsichtsräten, aber auch in der Familie. Ja, liebe Zuschauer, so sieht das Privatleben unserer Spitzenpolitiker in Wirklichkeit aus. Aber um Ihnen solche Filmaufnahmen zeigen zu können, musste sich unser Kamerateam auf recht komplizierte Arbeitsbedingungen einlassen und auch ein gewisses Fingerspitzengefühl beweisen. Nur bei den Grünen schien zunächst nicht einmal das zu genügen. Timo Meyer hat sich lange strikt geweigert, unser Filmteam zu einer Heimreportage in seine Wohnung zu lassen. Sein Privatleben sei seine Privatsache. Nach langen, schwierigen Verhandlungen ist es uns aber schließlich gelungen, ihn morgens in der Küche seiner Wohngemeinschaft filmen zu dürfen. Allerdings nur eine Minute lang. Aber das genügt schon, um einen Eindruck von seinem Alltag zu vermitteln. Dabei tanzt er so ungern, mein Giesel, her. Er hat noch nie gern getanzt, da macht sich gar nichts draus. Schon als ganz junger Bursche hat er nicht gern getanzt. Nee, nie. Das tut er heute alles nur für die Partei. Von wegen der jungen Leute, damit die richtig wählen. Übrigens, das hat er von meinem Mann, sich immer so aufzuopfern. Und in seiner Kindheit, was war da so sein größter Fehler? Oder sein Problem als Kind? Ja, Fehler, weiß nicht. Vielleicht
dass er immer so fleißig war. Ja, genau wie heute. Er ist eine fürchterliche Arbeitsbiene. Ja, vielen Dank. Und hier ist wieder das Wahlstudio. Wir müssen leider unterbrechen. Aber ich glaube, dieser kleine Film hat uns auf doch anrührende Weise gezeigt, was das für Menschen sind, die wir heute gewählt haben. Liebe Zuschauer, im Fernsehen gibt es heilige Zeiten, heilig für Sie, heilig für uns und dazu gehören auch unsere Nachrichtensendungen. Und jetzt ist es wieder mal soweit, wir schalten jetzt um in unsere Sendezentrale zur Heute-Redaktion. Guten Abend, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Bei der heutigen Landtagswahl wird es möglicherweise zu einem überraschenden Ergebnis kommen. Zu einer ersten offiziellen Stellungnahme des Landeswahlleiters schalten wir jetzt um in unser Wahlstudio. Ja, und hier ist wieder das Wahlstudio und ich begrüße Herrn Dr. Ladestock, den Landeswahlleiter, der zu einer ersten amtlichen Stellungnahme zu uns ins Wahlstudio gekommen ist. Guten Abend, Herr Dr. Ladestock. Guten Abend, Herr Nebenhoffe. Guten Abend, Herr Dr. Umbild. Herr Dr. Ladestock, wir haben gerade in der Heute-Sendung gehört, dass es heute zu einem überraschenden Wahlergebnis kommen könnte. Wie haben wir das zu verstehen? Also, ich möchte vorweg gern richtigstellen dürfen, dass es sich zurzeit noch um das vorgezogene vorläufige amtliche Wahlergebnis handelt. Vorgezogen aufgrund der elektronisch ermöglichten vorgezogenen Hochrechnung. Ja, und wie lautet nun das Ergebnis? Sagen Sie es doch uns. Moment mal, ich bekomme hier gerade eine Information. Danach beträgt die Wahlbeteiligung heute 38,6%. Das ist ja wohl schlecht möglich. 38,6? Ja, da wäre ja tatsächlich doch... Stimmt das, Herr Dr. Ladestock? Stimmt das, dass die Wahlbeteiligung heute 38,6% beträgt? Nein, das stimmt nicht. Na bitte. Diese Zahl ist vollkommen falsch. Aber das war ja und klar. Nach Ihrer Information, wie hoch ist da die Wahlbeteiligung? Herr Dr. Ladestock? Nun ja... Also, das steht doch im Augenblick noch gar nicht zur Diskussion, nicht wahr? Spruchreif ist doch zur Stunde nur das vorgezogene vorläufige amtliche Wahlergebnis. Und das darf ich jetzt hier bekannt geben. Also, wir haben da folgendes Ergebnis. CDU 45,4%. SPD 39,1%. FDP 5,1%. Das kennen wir schon. Und dann noch die Grünen 8,2%. Eine Bitte an die Regie. Können wir für unsere Zuschauer kurz mal einspielen, wie hoch die Wahlbeteiligung heute war? Ach so, ja. Und sonstige 2,2%. Prozent wovon? Wie bitte? Ich meine, worauf beziehen sich diese Prozentzahlen? Inwiefern? Na, zum Beispiel CDU. 45,4%. Prozent wovon? Von 100%. Sie weichen aus. Wovon gehen Sie aus? Was sind 100%? Nun ja, das ist natürlich wie bei jeder Wahl. Das ist völlig normal. Na gut, dann will ich es einmal selbst versuchen, unseren Zuschauern zuliebe. 100%, das sind alle abgegebenen Stimmen. Richtig? So kann man es formulieren. Das heißt also 100%, das ist die gesamte Wahlbeteiligung. Stimmt das so? So kann man es auch formulieren. Ja, und wie hoch war heute diese Wahlbeteiligung? Mein Gott, das ist eine Zahl, die mir zurzeit nicht abrufbar im Kopf ist. Mein Gedächtnis für absolute Zahlen ist nicht allzu gut. Na gut, aber die Prozentzahl. Welche Prozentzahl? Die Wahlbeteiligung. Wie viel Prozent aller Wahlberechtigten sind heute zur Wahl gegangen? Aha, da kommt sie schon. Die Wahlbeteiligung. Moment mal, 3,86. Regie? Das ist ja wohl schlecht möglich. 3,86, das müssen Moment mal, da, die sein, die nicht gewählt haben. Moment mal, da kommt noch ein Zusatz. Die offiziell können noch ja nicht bestätigt. Sein, ja. Na ja, so viel stimmt auch wieder nicht. Herr Dr. Ladestock, könnte es stimmen, dass die Wahlbeteiligung heute bei 3,86% lag? Ja oder nein? Nun, wir haben ja da gelesen, dass das offiziell noch gar nicht bestätigt ist. Ich muss zugeben, das ist wenig glaubwürdig. Herr Dr. Ladestock, Sie wollen unseren Zuschauern doch nicht weismachen, dass Sie als Landeswahlleiter keine Ahnung haben, wie hoch heute die Wahlbeteiligung war. Nun ja. Ah, wie ich eben erfahre, haben unsere Kollegen von der ARD bisher nur in vagen Andeutungen über die heutige Wahlbeteiligung berichtet. Deshalb konzentriert sich jetzt das gesamte öffentliche Interesse ganz auf uns. Ja, und auch hier. Die Kollegen von den Printmedien hier im Studio und die vom Hörfunk natürlich erst recht.
Herr Dr. Ladestock, die wollen sich jetzt nicht länger an der Nase herumführen lassen. Besonders die ausländischen Kollegen nicht. Nein, und wie ich gerade aus der Regie erfahre, kann sich unsere Telefonzentrale schon gar nicht mehr retten vor lauter Zuschauer anrufen. Ja, und das heißt vor Wähler anrufen. Die Wähler, die sind ja der eigentliche Souverän in einer Demokratie. Ja, und dieser eigentliche Souverän, Herr Dr. Ladestock, der möchte jetzt von Ihnen wissen, wie hoch war heute die Wahlbeteiligung? Nun ja. Wie hoch war heute die Wahlbeteiligung? Tja, also wir haben wohl mehr oder weniger davon auszugehen, dass nach den bisherigen vorläufigen amtlichen Unterlagen, also auf Widerruf und unter Vorbehalt, die direkte Wahlbeteiligung diesmal sehr viel geringer lag als sonst. Bei 3,86%. Das ist noch nicht das endgültige amtliche Ergebnis. Herr Dr. Ladestock, eine Wahlbeteiligung von rund 4%, das bedeutet, dass niemand zur Wahl gegangen ist. Und doch, etwas weniger als 5% sind durchaus zur Wahl gegangen. Und die haben auch gewählt. Der Prozentsatz der gültigen Stimmen ist sogar besonders hoch. Na schön, aber... Circa 99,8%. Aber 96% aller wahlberechtigten Bürger dieses Landes haben nicht gewählt. Ist das richtig so? Nun ja, das wäre auch in etwa richtig. Ach so. Ja. Da gibt es ja hier wohl nichts mehr zu fragen. Vielen Dank, Herr Dr. Ladestock, dass Sie zu uns ins Wahlstudio gekommen sind. Ich schalte zurück zur Heute-Sendung. Wie in unserem Wahlsonderstudio soeben bekannt gegeben wurde, betrug die Wahlbeteiligung bei der heutigen Landtagswahl rund 4%. Demnach haben rund 96% der Wahlberechtigten ihre Stimme heute nicht abgegeben. Über die Motive dieses Wählerverhaltens gibt es zur Stunde nur Spekulationen. Und nun zu weiteren Meldungen des heutigen Tages. Wie aus NATO-Kreisen inoffiziell verlautet, soll die Zahl der in der Bundesrepublik stationierten Marschflugkörper bis zum Ende des nächsten Jahres verdoppelt werden. Das Bundesverteidigungsministerium bezeichnete diese Meldung als verfrühte Indiskretion und lehnte eine Stellungnahme ab. In Frankfurt haben heute zum ersten Mal nach Inkrafttreten der neuen Demonstrationsverordnung mehrere hundert Jugendliche an einer illegalen Friedensdemonstration teilgenommen. Obwohl die Demonstration friedlich verlief, wurde die Mehrzahl der Teilnehmer verhaftet. Sie hat mit einem Gerichtsverfahren wegen Landfriedensbruchs zu rechnen. Im Parteienstreit um das rätselhafte Säuglingssterben bei Smog-Alarm hat nun auch der bayerische Staatssekretär Gampelbauer, CSU, jede schuldhafte Verantwortung, wie sie ihm von den Grünen angelastet wurde, mit Nachdruck zurückgewiesen. Plötzlicher Kindstod, so der Staatssekretär wörtlich, sei so alt wie die Menschheit und eine gewisse Luftverschmutzung als offizielle Todesursache unbekannt. In Bad Wunshagen haben sich heute mehrere rechtsradikale Gruppierungen zu einer gemeinsamen Aktion zusammengeschlossen, die den Namen Großdeutsche Front tragen soll. Als vorrangiges Ziel der Aktion wurde es bezeichnet, die anhaltende Selbstzerstörung der Demokratie in der Bundesrepublik mit allen Mitteln voranzutreiben. Die Veranstaltung fand unter aufwendigem Polizeischutz statt und verlief ohne Störungen. Die wegen Bestechung von Landespolitikern aller Parteien vor Gericht stehenden Geschäftsführer der Konzerne Wittmark und Panzermann sollen zugegeben haben, auch umfangreiche Polizeimaßnahmen in Auftrag gegeben und finanziert zu haben. Dabei habe es sich aber ausschließlich um Dienstleistungen im Interesse ihrer Firmengruppe gehandelt. Von den zuständigen Innenministern wurde eine Stellungnahme hierzu abgelehnt. Zu tätlichen Auseinandersetzungen zwischen SPD- und CDU-Vertretern kam es bei einer Feierstunde des DGB zum heutigen Tag der Arbeitslosen. Die Festredner der Regierungs- und Oppositionsparteien hatten sich zunächst gegenseitig politische Unfähigkeit vorgeworfen und die Demokratiefähigkeit abgesprochen. Ein Austausch von einzelnen Ohrfeigen führte dann bald zu einer allgemeinen Abfolge von Handgreiflichkeiten. Soweit die Meldungen der Heute Redaktion. Wir schalten jetzt wieder zurück in unser Wahlstudio. Dann weiß ich auch nicht, wie ich weitermachen soll. Tja, liebe Zuschauer, und hier ist wieder das Wahlstudio. Nun kennen wir auch die heutige Wahlbeteiligung. Sie ist ungewöhnlich niedrig diesmal. Tja, Regie. Tja, meine Damen und Herren, das ist sicher für viele von Ihnen eine große Überraschung. Oder eigentlich ja gar nicht so sehr. Also hört mich denn die Regie nicht, oder was?
Ach so, na gut, mal sehen. Tja, meine Damen und Herren, vielleicht sollten wir jetzt diese Wahlbeteiligung mit der Wahlbeteiligung der letzten Wahlen vergleichen, wenn uns die Regie da mal eine Grafik einspielen könnte. Das stelle ich mir ganz spannend vor, denn auf unsere Spitzenpolitiker werden wir wohl noch ein Weilchen warten müssen. Unter solchen Umständen, das ist ja klar, die haben jetzt andere Sorgen. Aha, da kriegen wir schon unsere Grafik. Tja, da sehen wir ganz deutlich, wie die Wahlbeteiligung der letzten Jahre schon rückläufig war. Vor 12 Jahren 88,6%, vor 8 Jahren nur noch 83,7%, vor 4 Jahren dann schon 79,2% und jetzt, na nun, was ist denn das schon wieder? Da fehlt ja der Balken. Regie, wie bitte? Ach, das ist der Balken. Nein, das ist ja ganz schlecht so. Das verwirrt nur, wenn wir das bitte anders zeigen könnten. Tja, meine Damen und Herren, das eben, das war ein lebendiger Beweis für die Relativitätstheorie Albert Einsteins, den neben der hohen Wahlbeteiligung der letzten Jahre alle so um die 80%, da mussten ja unsere heutigen 4% nur noch wie ein dünner Strich aussehen. Das war vollkommen klar, damit hat niemand rechnen können in unserem Rechenzentrum, aber wir bekommen sofort eine neue Grafik, die dann etwas augenfälliger ausfallen dürfte, weil sie sich auf die neuen Gegebenheiten aha, da ist sie schon. Ja, da sehen Sie jetzt rechts im Bild einen schönen, großen, dicken Balken von 3,86% und daneben, naja, dafür brauchte man wohl Monitore im Hochformat. Vielen Dank an die Regie. Tja, liebe Zuschauer, so relativ ist also alles im Leben. Vielleicht sollten wir uns alle mal ein Stückchen abschneiden von dieser Grafik eben und umschalten zu unserer Direktübertragung von einem traditionellen Knödelessen live aus Beckersdorf, Ümme. Ja, gut. Also, wir befinden uns hier vor dem Sitzungssaal der SPD-Fraktion, aber auch hier wird hinter verschlossenen Türen getagt und unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Ratlosigkeit muss groß sein hinter dieser Tür nach diesem Ergebnis. Ist die heutige Wahl überhaupt gültig? Muss sie wiederholt werden? Oder ist das das Ende der Demokratie? Hat das Volk, hat der eigentliche Souverän versagt? Fragen über Fragen, auf die wir von der SPD-Fraktion aber im Augenblick keine Antwort bekommen. Jedenfalls ist interessant, dass Klaus Detlef Hülsenbrecher, der Fraktionsvorsitzende, an dieser Sitzung gar nicht teilzunehmen scheint. Jedenfalls ist er hier bisher noch nicht eingetroffen. Und bei den wartenden Journalisten gibt das Anlass zu mancherlei Spekulation. Ich gebe zurück ins Wahlstudio zu Dieter O. Nebenhoffer. Ja, vielen Dank, Maike Renner. Aber hier im Wahlstudio ist Dr. Hülsenbrecher. Leider auch nicht. Nun, vielleicht zeichnen sich doch schon die ersten personellen Konsequenzen ab nach dieser skandalösen Wählerverweigerung. Eine heikle Situation, da ist guter Rat teuer. Übrigens war das eben natürlich nicht das Knödelessen in Beckersdorf-Imme, sondern die SPD-Fraktion. Und zu einer Analyse dieser Situation gebe ich nun weiter an meinen Kollegen Rainer Umwill. Ja, vielen Dank, Dieter O. Nebenhoffer. Nun ja, die Analyse einer solchen Situation, ja, die liegt natürlich nicht direkt auf der Hand. Könnte man sie vielleicht so verstehen, dass der Wähler die politischen Parteien einfach ablehnt? Ist er ihrer müde? Ist er sie leid? Ich weiß es auch nicht genau. Vielleicht sind es die Angebote der Parteien, die ihn nicht mehr interessieren. Genügen sie ihm nicht mehr? Überzeugen sie ihn nicht? Oder sind es die Personen der Politiker, die ihn plötzlich abstoßen? Ja. Was meint eine so erfahrene Meinungsforscherin wie Frau Professor Poppe? Frau Professor Poppe, wie erklären Sie Ihre Wahlprognose im Nachhinein angesichts dieser Wählerverweigerung? War alles falsch? Und darum ist das nicht die Schuld der Meinungsforscher, denn ich meine, wenn die Wähler nach der Umfrage einfach ihre Meinung ändern, dann sind ja wohl die Wähler unzuverlässig und nicht die Meinungsforscher. Und darum möchte ich sagen, dass... Ja, wir befinden uns hier in Beckersdorf-Imme und übertragen von hier die neueste Folge unserer Sendereihe Brauchtum des 20. Jahrhunderts in deutschen Provinzen. Hier aber, in Beckersdorf-Imme,
ist das traditionelle Knödelwettessen. Diesmal nicht nur ein gewöhnliches Knödelwettessen wie in jedem Jahr, nein, hier werden heute original schlesische Hefeklöße um die Wette gegessen. Ein schönes Zeichen der Verbundenheit mit allen vertriebenen Verbänden und Heimatorganisationen. Kann ich auch nichts machen. Wenn es keine Wahlen gibt, dann gibt es eben auch keine Wahlsendung. Verdammte Scheiße. Denn Arbeitslosigkeit ist ja in vielen Fällen auch völlig unverschuldet. Stopp der Entgiftung, weltweite Arbeitslosigkeit aller Minderheiten und soziale Demontage der Frauenpolitik. Sind doch nur Landtagswahlen. Lass uns schnell eine Hochrechnung machen, wenn heute Bundestagswahlen wären. Wie hoch dann die Wahlbeteiligung wäre, das wird doch dann erst interessant. So viel zu Ihrer Frage, Rainer Unbill. Ich gebe zurück an Dieter Nebenhofer. Darum zitiere ich aus unserem guten alten Grundgesetz. Da steht nämlich in Artikel 20 wörtlich: Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Zitat Ende. In diesem Sinne meine ich, dass wir Grünen diese Wahl unbedingt für gültig halten müssen. Das Volk hat durch seine Verweigerung doch deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es die derzeitigen Offerten aller politischen Parteien ablehnt, sie für unzureichend, ja, für unbrauchbar empfindet. Und kriminell. Aber die Parteien haben das zu akzeptieren und entsprechende Konsequenzen zu ziehen. Das heißt, sie müssen sich auflösen. Parteien, auch wir. Und Neuwahlen, von denen so viel geredet wird, das verbietet sich einfach aus Respekt vor der Stimme der Basis. Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns hier bei den Grünen, wo die Krisensitzung öffentlich ist. Zahllose Sympathisanten und Interessenten sind mit Kind und Kegel erschienen. Der Saal ist überfüllt. Was der Fraktionssprecher Timo Meyer da soeben formulierte, ist hier mit Sicherheit keine Einzelstimme, sondern die überwiegende Meinung der grünen Basis. Wenn es nach den Grünen ginge, gäbe es also hier in diesem Lande vorläufig weder ein Parlament noch eine Landesregierung. Es wäre interessant, hierzu eine etwas liberalere Gegenmeinung zu hören. Ich gebe weiter meine Kollegin Mareike Renger, nunmehr bei der FDP-Fraktion. Ja, vielen Dank, Volker Üblich. Hier bei den Freien Demokraten geht es in der Tat traditionsbewusster zu als bei den Grünen. Hier ist die Krisensitzung hermetisch gegen die Öffentlichkeit abgeschlossen. Zur Stunde gibt es noch nicht einmal Gerüchte, zumal Giselher Gavulla, der Fraktionsvorsitzende, bislang noch gar nicht eingetroffen ist. Doch Moment, ich höre Stimmengewirr. Ja, die Fotografen kommen in Bewegung. Richtig, am Ende dieses Korridors ist Giselher Gavulla soeben eingetroffen, begleitet von seinen Wahlhelfern und engsten Mitarbeitern. Er hat einen harten Wahlkampf hinter sich. Er hat den Sprung in den Landtag heute mit Ach und Krach geschafft. Und jetzt diese Enttäuschung, sie steht ihm ins Gesicht geschrieben. Herr Gavulla, wie verstehen Sie die überraschend niedrige Wahlbeteiligung? Ist diese heutige Wahl überhaupt gültig? Wird es Neuwahlen geben? Also ich befürchte, Frau Renner, nach einer angemessenen Analyse wird diese Wahl als nicht gültig erklärt werden müssen, weil das Wählerverhalten als ein fundamentaler Verstoß gegen die Demokratie, also gegen unser Demokratieprinzip an sich gewertet werden muss. Man wird das dem Wähler in aller Deutlichkeit sagen müssen. Und man wird ihm dann in aller Ruhe noch einmal eine Chance geben. Das hieße Neuwahlen? Das hieße Neuwahlen, ja. Ja, damit sind wir hier vor den Freien Demokraten ein ganzes Stück weitergekommen.
Das Dunkel beginnt sich zu lichten. Vielleicht wissen meine Kollegen im Wahlstudio bereits etwas mehr über die Meinungsbildung in den anderen Fraktionen. Ich gebe zurück an Dieter O. Nebenhoffer. Kriege ich ein Zeichen? Ja, liebe Zuschauer, wir befinden uns hier vor dem Parlamentsgebäude. Aber die Geduld der wartenden Journalisten und Fotografen scheint endlich belohnt zu werden. Soeben trifft hier, wenn ich das im Dunkeln richtig erkenne, der Vorsitzende der CDU-Fraktion ein. Es ist Gotthard Stüppers. Herr Dr. Stüppers, eine kurze Frage vorweg. Sie sind gerade auf dem Wege zur Krisensitzung Ihrer Fraktion. Wird die Wahl wiederholt werden müssen oder ist dies das Ende der Demokratie in unserem Land? Was werden Sie Ihrer Fraktion zu sagen haben? Aber ich bitte Sie, was vorne geht. Ich werde die Fraktion auffordern, die gebotene Gelassenheit zu bewahren, bis die bereits angelaufenen Ermittlungen abgeschlossen sind und wir klipp und klar wissen, wie es zu diesem Wählerverhalten gekommen ist. Sollte sich dabei herausstellen, dass es sich um einen organisierten Wahlboykott handelt, der von staatsfeindlichen oder antidemokratischen Kräften gesteuert wurde oder von den Medien, sei es nun im Umfeld des Terrorismus, sei es in einem entsprechend interessierten Ausland oder Nachbarstaat in bestimmter Himmelsrichtung, dann würde der Tatbestand eine Druckausübung auf den Wähler vorliegen, sodass der gesetzlich vorgeschriebene Grundsatz einer freien Wahl nicht mehr erfüllt würde. In diesem Fall wäre das Wahlergebnis als ungültig zu betrachten. Dankeschön. Wären Sie dann für Neuwahlen? Abwarten und Tee trinken. Tja, liebe Zuschauer, das bedeutet wohl mit Sicherheit Neuwahlen. Aber ich kriege gerade ein Zeichen, dass hier bereits der nächste führende Landespolitiker einzutreffen scheint. Ja, es ist Klaus Detlef Hülsenbrecher, Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag. Wir haben Glück. Herr Dr. Hülsenbrecher, Sie sind gerade auf dem Weg zur Krisensitzung Ihrer Fraktion. Wie beurteilen Sie die politische Zukunft unseres Landes? Denken Sie an persönliche Konsequenzen und glauben Sie, dass hier der Notstand erklärt werden muss? Aber warum denn, Herr Skolniki? Ich respektiere den Wähler als den eigentlichen Souveränen einer Demokratie und wenn dieser Souverän sich verweigert, dann haben wir das als eine Art von höherer Gewalt gefälligst anzuerkennen. Und im Falle von höherer Gewalt sieht unser Wahlrecht in § 35 eindeutig Neuwahlen vor. Sehen Sie, so einfach ist das. Kein Grund zur Aufregung. Ich bedanke mich. Ja, liebe Zuschauer, Nachwahlen oder Neuwahlen, so sehen es die beiden Vorsitzenden unserer größten Fraktionen im Lande. Tja, mit weiteren Informationen ist hier wohl im Augenblick nicht zu rechnen. Ich gebe daher wieder zurück zu Dieter Nebenhoffer. Ja, liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich Ihnen allen. Hallo. Guten Abend, Carlo von Tiedemann. Vielen Dank und herzlich willkommen als Studiogast in unserem Wahlstudio. Ich bedanke mich bei euch, Dieter. Also, falls es hier tatsächlich zu Neuwahlen kommen sollte, liebe Zuschauer... Was ganz danach aussieht? Das wünschen wir uns alle heute Abend, aber ob unsere Steuerzahler gleich noch einen zweiten kostspieligen Wahlkampf finanzieren wollen, das weiß im Moment keiner so genau. Aber Dieter, ihr habt doch den Ted in die Sendung eingebaut, den könntet ihr fragen. Ja, klar. Oder nee, Carlo, da weiß ich was Besseres. Du fragst den Ted. Ich soll ihn fragen. Das ist Wahnsinn, weil ich weiß wirklich nicht, was ich fragen soll, vor allen Dingen, was genau ich fragen soll. Das steht alles hier auf diesem Zettel. Ihr habt vorgearbeitet. Das ist wunderschön. Bei euch geht die Post ab. Das finde ich sehr stark. Aber kein Problem. Ich frage den Ted, weil ich das nämlich unheimlich stark finde, liebe Zuschauer, dass wir alle eventuell Gelegenheit haben, ein zweites Mal zur Wahl zu gehen. Ich frage Sie, wo gibt es Ähnliches auf der Welt? Diese Chance müssten wir eigentlich packen. So, es geht los. Der Countdown läuft. Lieber Ted zu Hause, ja oder nein? Ja. Ich bin für Neuwahlen und gehe dann auch bestimmt wählen. Oder nein, ich bin gegen Neuwahlen, weil ich auch dann nicht wählen gehe. Liebe Ted-Mitspieler, ja oder nein, das ist jetzt die Frage. Bitte gehen Sie zum Telefon und wählen Sie jetzt. Vielen Dank, Carlo von Tiedemann. Übrigens haben wir gerade eine neue Hochrechnung bekommen. Ich übergebe mal schnell an Rainer Umwelt. Ja. Liebe Zuschauer, wir haben die Anregung von Frau Professor Popper aufgegriffen. Wie hoch wäre die Wahlbeteiligung gewesen, wenn heute Bundestagswahlen stattgefunden hätten? Und hier bekommen wir gerade das Hochrechnungsergebnis, dass auf Bundesebene die Wahlbeteiligung genau 3,92% betragen hätte. Sie wäre also fast genauso niedrig gewesen wie hier bei unserer Landtagswahl. Und daraus wird man wohl bei einer genaueren Analyse ableiten müssen, dass das hier kein Zufall war, keine Panne, sondern dass in der Tat in unserem Lande eine gewisse Wahlmüdigkeit eingetreten ist bei der gesamten Wählerschaft. Die Gründe dafür... Aber wie ich da gerade höre, gibt es inzwischen auch schon die Antwort vom Tetti. Ich gebe direkt weiter an Carlo von Thielmann. Meine Damen und Herren, jetzt wird es wirklich ungeheuer spannend. Halten Sie sich bitte fest, hier kommt die Antwort von Tett. Und da haben wir es, 71,2% wünschen sich Neuwahlen in diesem Lande.
71,2%, denen diese Wahlverweigerung überhaupt nicht gefallen hat und nur 28,8%, die meinen, nein, es soll keine Neuwahlen geben. Also wenn das kein eindeutiges Votum ist, die Mehrheit in diesem Lande hat sich klipp und klar für Neuwahlen ausgesprochen. Wie das allerdings mit der Hochrechnung zusammenhängen soll, das ist mir ein bisschen schleierhaft. Allerdings haben wir ja dafür die bewährten Moderatoren dieser Wahlsendung, die Ihnen gleich Weiteres mitteilen werden. Ich darf jetzt schon sagen, mir hat dieser kurze Besuch viel Spaß gemacht. Ich wünsche Ihnen weiterhin gute Informationen und vielleicht sehen wir uns wieder bei der nächsten Show in Comet Carlo. Weiter mit Dieter O. Nebenhoffer. Vielen Dank, Carlo von Tiedemann. Ja, liebe Zuschauer, das ist nun in der Tat ein bisschen widersprüchlich. Neuwahlen ja, aber Wahlbeteiligung überall nein. Was man davon halten soll, kann eigentlich nur noch eine so erfahrene Meinungsforscherin sagen wie Frau Professor Poppe. Frau Professor Poppe, was sagen Sie angesichts dieser etwas verwirrenden Situation? Wieso? Finden Sie das so verwirrend? Man könnte natürlich sofort eine Blitzumfrage starten mit der Fragestellung, wie würden Sie wählen, wenn Sie wählen würden? Das ist eine großartige Idee. Finden Sie? Schauen Sie mal lieber, Neuwahlen, weiß nicht so recht. Wir sind nun mal im Zeitalter elektronischer Massenkommunikation angekommen, auch wenn Ihnen das persönlich nicht in den Kram passt. Aber wieso denn nicht? Ganz im Gegenteil. Wir haben halt nicht nur das Schmalbandkabel, wir haben auch das Breitbandkabel. Baum oder Stern ist, das ist hier die Frage. Aber breitbandige Abrufdienste stehen uns ins Haus. Kabeltext, adressierbare Konvertersysteme, Bewegtbildübertragung. Fernsehtelefone. Ja, die Digitalisierung ist überhaupt gar nicht mehr zurückzupfeifen. Darüber, mein Lieber, darüber sollten Sie Ihre Wähler mal informieren, aber schleunigst. Ja, klar. Wollen Sie damit andeuten, dass Wahlen, wie wir sie alle kennen, eines Tages vielleicht gar nicht mehr nötig sein werden? Schauen Sie, was soll denn der ganze Umstand? Das sehen wir doch jetzt. Die Elektronik ermöglicht uns schon heute die einwandfreie, analoge Dauerumfrage auf allen Gebieten. Sprich, das echte, permanente Plebiszit. Was wollen Sie denn mehr? Sie meinen eine pausenlose Volksabstimmung? Ja, durch die Elektronik könnten wir die gute alte Idee von der Demokratie, nicht wahr? Die könnten wir doch nun endlich tatsächlich in ihrer Urform praktizieren, also pur. Ich war mein Lieber. Ja, selbstverständlich. Aber verstehen unsere Zuschauer Sie da recht, Frau Professor? Sie wollen also tatsächlich alle Wahlen im Bausch und Bogen abschaffen und einfach durch Meinungsumfragen ersetzen? Ja, ginge das denn? Ja, alles ginge viel schneller und zuverlässiger und billiger. Und fürs Publikum wäre es wirklich viel bequemer. Also, ich meine, durch einen einfachen Kabelanschluss, da wären Sie doch jederzeit erreichbar, sagen wir mal, abrufbar. Und Ihre Politiker, die könnten Sie dann von Ihrem Wohnzimmer aus permanent steuern und dirigieren, wie Sie gerade lustig sind, okay? Ja, das klingt ja alles sehr originell, na mal sehen. Aber wie ich höre, erreicht uns ja gerade eine Reportage meines Kollegen Lothar Raskolnicki, jetzt mal außerhalb des Landtags, mit einem authentischen Stimmungsbericht, wie es draußen bei unserer Bevölkerung zugeht. Lothar Raskolnicki? Es ist schon ziemlich gespenstisch, wie leer die Straßen heute Abend sind. Stadt und Land bieten einen ungewöhnlichen Anblick. Man hat den Eindruck, als hätten die Bürger Angst oder ein schlechtes Gewissen. Oder als steckten sie alle den Kopf in den Sand, weil sie ihre staatsbürgerlichen Pflichten nicht erfüllt haben. Oder ist es die Ruhe vor dem großen Sturm? Braut sich da irgendwo was zusammen? Liegt etwas in der Luft, wofür der Wahlboykott nur die Ouvertüre ist? Es hat fast den Anschein, es ist auch mehr Polizei zu sehen heute Abend als gewöhnlich um diese Zeit. Sie hat auch den Gebäudeschutz verstärkt an allen öffentlichen Gebäuden. Entsprechende Absperrungen sind überall zu bemerken. Und wo immer mit größeren Menschenansammlungen zu rechnen ist, da sind heute Abend mit behutsamer Sicherheit genügend Polizeibeamte dezent zur Stelle. So wie hier vor diesem Kino, wo jeden Augenblick die Vorstellung zu Ende sein muss und die Zuschauer herausströmen werden. Was wird die Polizei dann unternehmen? Wird sie auf diskrete Weise weiter beobachten oder wird sie energisch für Ruhe und Ordnung sorgen? Aha, die ersten Zuschauer kommen aus dem Kino, die Vorstellung ist zu Ende. Jetzt wird es spannend. Wir müssen der Polizei zuvorkommen, denn auch wir sind hier, um diese Menschen zu beobachten, um Wähler in ihrer Freizeit zu sehen, um Fragen zu stellen.
Guten Abend, Sie kommen gerade aus dem Kino. Sind Sie denn noch heute wählen gegangen? Nee. Warum nicht? Wahlgeheimnis. Und Sie, haben Sie gewählt? Nein. Warum nicht? Ich wüsste nicht wen. Sie? Und Sie, Sie haben heute auch nicht gewählt? Warum denn nicht? Gucken Sie sich mal die Tagesschau an, dann wissen Sie Bescheid. Die sind ja auch alle so hässlich. Ist ja auch keine Damenwahl. Und Sie, Sie haben auch nicht gewählt? Also dieser Wahlkampf und solche Leute sollen uns regieren. Weil die nur Publikum zum Sorgen, für die sind wir nichts als Zuschauer. Hallo Rudi, hallo Gabi, hallo Oma, seht ihr mich? Und ihr, wart ihr denn heute zur Wahl? Zur Wahl? Nee, zum Wohl. Na denn, Prost. Ja, und hier im Wahlstudio, hier ist inzwischen unser nächster Studiogast eingetroffen. Sie kennen ihn alle von unserer Heimreportage zu Anfang dieser Sendung. Es ist Professor Dr. Werner Kottenschlieper, den wir der besonderen Entwicklung wegen noch einmal hierher gebeten haben. Tja, Herr Professor Kottenschlieper, glauben Sie, dass es aufgrund der geringen Wahlbeteiligung bei der heutigen Landtagswahl zu Neuwahlen kommen wird? Oder ist die Demokratie in eine Krise geraten, aus der ihr nur noch der starke Mann heraushelfen kann? Wer entscheidet eigentlich, ob die heutige Wahl überhaupt gültig ist? Aber das ist doch klar. In der Landesverfassung, Artikel 9 Absatz 1, ist unmissverständlich festgelegt, dass das Parlament über die Gültigkeit einer Wahl entscheidet. Ja, haben wir denn im Augenblick überhaupt noch ein Parlament, das diese Entscheidung treffen könnte? Aber selbstverständlich, das alte Parlament ist ja noch im Amt, da gibt es gar keine Probleme. Und was glauben Sie, wird das Parlament dieses Wahlergebnis für gültig erklären oder nicht? Wie stehen die Chancen? Wissen Sie, Herr de Groo, das Entscheidende ist doch nur, ob Artikel 28 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes erfüllt worden ist oder nicht. Nicht wahr? Ja, das leuchtet mir ein. Vielleicht sagen Sie schnell noch, was das bedeutet, bloß für unsere Zuschauer. Gerne. Aber ich glaube, unsere Zuschauer wissen sehr gut, dass das Volk eine parlamentarische Vertretung haben muss, die aus allgemeinen, unmittelbaren, freien, gleichen und geheimen Wahlen hervorgegangen ist. Und würden Sie die heutigen Wahlen als allgemein, unmittelbar, gleich, geheim und frei bezeichnen? Und ob, Herr de Groo, und wie? Und das schlechte Wahlergebnis, das spielt da gar keine Rolle. Ich meine, die schlechte Wahlbeteiligung. Aber was wollen Sie, Herr Coralli? Weder das Grundgesetz noch das Landeswahlgesetz schreiben eine Mindestwahlbeteiligung vor. Und also, die berühmte 5%-Klausel? Ich frage das bloß für unsere Zuschauer. Aber die 5%-Klausel, die hat doch mit der Wahlbeteiligung überhaupt nichts zu tun. Da ist es doch wirklich völlig egal, wie viele wählen gehen. Also verstehen unsere Zuschauer Sie da richtig, Herr Professor. Ihrer Meinung nach ist die heutige Wahl also gültig. Und das Wahlergebnis, so wie wir es alle kennen, das gilt also ohne jede Einschränkung. Aber selbstverständlich, warum denn nicht? Vielen Dank, Herr Professor Kottenschlieper. Verehrte Zuschauer, soeben meldet sich mein Kollege Volker Üpplich aus dem Innenministerium, wo sich der stellvertretende Innenminister Frau Kemski bereit erklärt hat, ihm einige Fragen zu unserer mehr als brenzligen Situation zu beantworten. Ich übergebe an Volker Üpplich im Innenministerium. Ja, Frau Kemski, die Rechtsgelehrten blasen sozusagen Entwarnung. Aber überall im Lande finden in ungewohntem Ausmaß Passkontrollen statt. Der Einsatz von Polizeistreifen ist erheblich verstärkt worden. Auch der Gebäude- und Personenschutz. Warum das alles, ist es doch gefährlich? Nun ja, Herr Üpplich, das Grundgesetz sieht nun einmal vor, dass zur Abwehr einer drohenden Gefahr für ein Bundesland oder einer drohenden Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung überhaupt, ja, dass da bestimmte polizeiliche Maßnahmen zu ergreifen sind. Und die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die sehen Sie hier im Augenblick für gefährdet? Auf jeden Fall für bedroht. Wieso eigentlich? Weil Bedrohung vorliegt schon im Falle einer Behinderung von Wahlen, Herr Üpplich. Auch bei einer Lahmlegung von Parlamenten. Ja, aber das Parlament wurde doch gar nicht lahmgelegt. Und die Wahlen wurden auch gar nicht behindert. Ach, wissen Sie, Herr Üpplich, wehret den Anfängen. Wehret den Anfängen, Herr Üpplich. Nun gut, aber wenn Sie die augenblickliche Situation für so gefährlich halten, warum wird dann nicht der Ausnahmezustand erklärt zum Schutz der Bevölkerung? Aber ich bitte Sie, Herr Üpplich, doch nicht wegen so einem läppischen Wahlboykott. Nein, nein. Auf Landesebene kann der Ausnahmezustand nur im Falle von Naturkatastrophen erklärt werden. Und eine Naturkatastrophe ist das ja wohl noch lange nicht, wenn die Leute mal ungehorsam sind und nicht wählen gehen. Ich bitte Sie. Ja, vielen Dank, Frau Kemski. Ich gebe zurück in unser Wahlstudio. Ja, und hier ist wieder das Wahlstudio, wo wir aber im Trubel der politischen Ereignisse unseren Unterhaltungsauftrag keineswegs vergessen wollen. In Beckersdorf-Ümme ist inzwischen das traditionelle Knödelessen erfolgreich zu Ende gegangen. Zur festlichen Siegerehrung schalten wir jetzt um nach Beckersdorf-Ümme.
Ja, auch hier in Beckersdorf Ümme ist soeben eine Wahl erfolgreich zu Ende gegangen. Beim traditionellen Wettbewerb und Knödelessen wurde die kaufmännische Angestellte Angelika Bussmann zur Knödelkönigin und damit auch zur schlesischen Kloßkönigin gewählt. Zusammen mit dem zweiten und dritten Sieger, die hier gerade zum Knödelprinzen und zum Knödelgrafen gekürt wurden, wird Frau Bussmann jetzt eine Grußbotschaft an alle schlesischen Landsmannschaften und sonstigen Heimatgeschädigten richten. Ja, wir müssen aber weitermachen. Regie, Bild weg, bitte schnell. Ja, muss aber. Ja, wir kommen jetzt zum absoluten Höhepunkt unserer Wahlsendung. Soeben, meine Damen und Herren, soeben sind hier im Studio die ersten Spitzenpolitiker eingetroffen, um sich den Fragen meiner Kollegen Peter Corelli und Axel de Groo zu stellen. Nun dürfte wohl endlich offenbar werden, wie die offizielle Reaktion der politischen Parteien auf das negative Wählerverhalten aussehen wird. Peter Corelli. Ja, ich begrüße hier die Spitzenkandidaten der SPD und der FDP, Klaus-Dietlef Hülsenbrecher und Gisela Gavulla. Meine Herren, wir haben lange auf Sie warten müssen. Was haben Sie uns Neues zu sagen? Wird das Parlament die heutige Wahl tatsächlich für gültig erklären? Wie ist die Meinung Ihrer Fraktion? Herr Gavulla, bitte. Das ist eine sehr präzise Frage, Herr Corelli, die ich mit einem ganz persönlichen Dankeswort beantworten möchte an alle Freunde und Helfer, auch Helferinnen und Freunde draußen im Lande, die Land auf, Land ab einen so hervorragenden Wahlkampf abgeliefert haben, dass meine Partei nun doch und allen Unkenrufen zum Trotz wieder wie eh und je im Landtag ist. Und dafür möchte ich auch meinen ganz persönlichen Dank sagen an alle, die meine Partei gewählt haben. Alle Männer und Frauen, Wähler und Wählerinnen, Erstwähler und Wechselwähler. Ich sehe da gerade unseren nächsten Studiogast eintreffen. Kommen Sie doch bitte gleich hier herüber, Herr Mayer, in unsere Runde der Wahlsieger. Ja, ich begrüße nun auch Timo Mayer von den Grünen hier in unserem Wahlstudio. Timo Mayer, angesichts einer so miserablen Wahlbeteiligung, darf man da überhaupt noch von Wahlsiegern sprechen? Aber gerade heute, also wenn kaum einer wählen gegangen ist und man kippt trotzdem nicht hinten runter, also wenn das kein Wahlsieg ist. Es gibt heute natürlich nur einen einzigen legitimen Wahlsieger und das ist die Basis der Wähler, die heute nicht gewählt hat. Es ist zum ersten Mal in der Geschichte unserer Republik, dass sie nicht gewählt haben, wie die Bonzen der Parteien es wollten, sondern wie sie selbst es wollten. Also, Moment mal. Nein. Noch nie war der souveräne Volk so souverän wie heute. Er hat unmissverständlich zum Ausdruck gebracht, dass ihn die Parteien nicht mehr interessieren. Aber auch die Grünen nicht. Vor dieser überwältigenden Mehrheitsäußerung haben alle Parteipolitiker, und ich betone, alle Parteipolitiker, gefälligst die Konsequenzen zu ziehen und ihren Hut zu nehmen. Ja, nehmen Sie denn Ihren Hut? Ich bin eigens hierher gekommen, um bekannt zu geben, dass ich den Willen des Wählers total respektiere und auf meine Kandidatur für den neuen Landtag verzichte. Ja. Flucht vor der Verantwortung, so etwas kennt man ja aus Ihren Kreisen. Ja, wenn alle das täten, wo kämen wir denn dahin? Naja, dann würde die Basis sehr schnell erkennen, dass sie mit einer derartigen Negativhaltung wie heute, ich meine, dass es damit eben total noch nicht getan ist. Sondern. Naja, nun, jetzt müssen eben neue, konstruktive Antiformen entwickelt werden, die das herkömmliche, überholte Parteiensystem endgültig in den Papierkorb schmeißen. Und wie könnten denn solche konstruktiven Antiformen aussehen, Ihrer Meinung nach? Tja, nur basisbezogen, nicht? Die Basis müsste sie ganz von sich aus nach ihren eigenen Vorstellungen neu entwickeln, nicht? Aber ich möchte da die Basis nicht bevormunden. Tja, Herr Dr. Hülsenbrecher, werden Sie dem Beispiel Timo Mayers folgen und Ihre Kandidatur gleichfalls zurückziehen? Ach, wissen Sie, Herr Corelli, gerade in einem nationalen Krisenmoment, da darf ein verantwortungsbewusster Politiker weder resignieren noch in Panik geraten. Als gestandener Profi kann er doch gar nicht übersehen, dass er gerade jetzt gebraucht wird. Ja, aber wozu denn? Ein professioneller Politiker muss Geduld, Nachsicht üben, den Überblick bewahren und Güte haben. Jawohl, er muss seine Wähler lieben. Ja, aber bloß die Wähler lieben ihn nicht. Wer in einem solchen Augenblick verzichtet, Herr Kollege Mayer, wer mit theatralischer Geste sich einfach verkrümelt, ja, dessen Listenplatz wird doch sofort von seinem planmäßigen Nachfolger besetzt. Ihr Nachfolger steht doch auch schon fest, Gott sei Dank, möchte ich sagen.
Herr Gavulla, die heutige Wählerverweigerung, was steckt da wohl dahinter? Ist sie eine Parteien- oder eine Personenverweigerung? Und was folgt wohl daraus politisch, menschlich? Ja, das ist eine gute Frage, Herr de Groot, denn das ist heute das erste Mal, dass wir ein Parlament und eine Regierung haben werden, die von einer Minderheit gewählt wurden. Und das ist ungemein beruhigend für alle, die mitunter Zweifel haben am Prinzip der ungebrochenen Mehrheitsbeschlüsse. Ab heute wissen alle Liberalen hier, dass wir in einem Lande leben, in dem auch eine kleine Minderheit ihren Willen in politische Realität umzusetzen vermag. Aber entschuldigen Sie, ist doch genau das Gegenteil der Fall. Die Wählerverweigerung ist doch die klarste Mehrheitsäußerung, die es hier jemals gegeben hat. Das ist nämlich die Quittung für 35 Jahre mieser, etablierter Wursteleien in den Parteien. Ja, oder für die Angst der Grünen vor politischer Verantwortung. Ja. Außerdem sprach ich von Umsetzung in Realität. Diese Verweigerung wird keine praktischen Folgen haben. Darauf können Sie Gift nehmen. Ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, meine Herren. Vielen Dank für Ihre informativen und wunderbar kontroversen Beiträge zur Meinungsbildung an diesem Wahlabend. Und damit schalte ich jetzt zurück nach Mainz in unsere Sendezentrale zur Heute-Redaktion mit einem ausführlichen Sonderwetterbericht für die kommende Woche. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ich begrüße Sie zur Heute-Sendung. Die heutige Landtagswahl ist gültig. Darüber herrscht nach mehrstündig anhaltender Irritation bei Politikern und Verfassungsrechtlern nunmehr einmütige Klarheit. Trotz der geringen Wahlbeteiligung von nur rund 4% wurde das vorliegende Wahlergebnis für einwandfrei gültig und unanfechtbar erklärt. Der neue Landtag kann zusammentreten, die neue Landesregierung gebildet werden und erste Koalitionsgespräche haben bereits stattgefunden. Wie und warum es zu den aufregenden Vorgängen des heutigen Tages kam, dem hat Thomas Engelhardt mit seinem Filmbericht nachzugehen versucht. Es war, als hätten sich viele Bundesbürger endlich mal wieder auf ihren Nationalpoeten Friedrich Schiller besonnen und dessen Jungfrau von Orléans zitiert. Ach, es war nicht meine Wahl! Darum gingen sie auch gar nicht erst hin, zu einer Wahl, die sie offenbar nicht als die ihre empfanden, und die Wahllokale blieben leer. Herr Fritsche, Sie sind der Vorsteher in diesem Wahllokal. Es ist kurz vor 18 Uhr. Wie war denn hier heute die Wahlbeteiligung? Kaum. Oder schlecht. So schlecht wie noch nie. So schlecht wie noch nie schien es dann heute einige Stunden lang auch um die bislang so heile Welt dieser föderalistischen Republik zu stehen. Denn da stand es. Schwarz auf weiß im Grundgesetz, Artikel 20 und 21. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen ausgeübt. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung mit. Sie wirken nur mit, das ist alles. Aber ihre innere Ordnung muss demokratischen Grundsätzen entsprechen. Aber nach demokratischen Grundsätzen dürfte eigentlich das Volk in einer Demokratie das öffentlich sagen, falls es mal eines Tages gar keine Demokratie mehr will. Wirklich. Die Welt schien aus den Fugen. Aber das war ein Irrtum. Die Welt ist hierzulande auch heute Abend nicht unheiler als sonst. Dank nämlich unserer Verfassungsväter, die schon damals, in der berühmten Stunde Null, so weise waren, der Wahlbeteiligung in diesem jungen Staate in keiner Weise Grenzen zu setzen. Auch nach unten nicht. Aber was war heute eigentlich wirklich passiert? An einer beliebigen Verkehrsampel warten wir ab, bis es rot wird. Dann fragen wir jeweils den Fahrer des ersten Wagens, der an der Ampel stoppt. Wie erklären Sie sich persönlich diese heutige Wählerverweigerung? Massenungehorsam. Das ist Massenungehorsam. Der eine ist erkältet, der zweite hat Besuch, der dritte hat einen Ehekrach, der vierte hat's vergessen. Der fünfte geht sowieso nie wählen. Und der sechste, naja, so läppert sich das halt zusammen. Schleichende Revolution. Zufall, purer Zufall, weiter gar nichts. Ja, das war's nun also heute und
Volkes Stimme ist ja bekanntlich Gottes Stimme. Aber nachdem nun alle Aufregungen behoben und alle Zweifel an der Gültigkeit der heutigen Landtagswahl beseitigt sind, zeigen wir Ihnen noch einmal die endgültige Sitzverteilung im neuen Parlament. Demnach kann die CDU in der neuen Legislaturperiode über 55 parlamentarische Sitze verfügen, die SPD über 47 Sitze, die Grünen über 11 und die FDP über 6 Sitze. Alle vier Parteien haben demnach einen Wahlsieg zu verzeichnen. Und noch nie haben sich die politischen Konsequenzen einer Wahl so klar und eindeutig ablesen lassen wie diesmal. Die neue Landesregierung wird aus einer Koalition von CDU und FDP gebildet werden, während SPD und Grüne sich die Aufgaben der Opposition teilen werden. Zu einem ersten Gespräch mit dem designierten Ministerpräsidenten Gotthard Stüppers schalten wir nun direkt um in das Parlamentsgebäude. Herr Dr. Stüppers, Sie werden Ministerpräsident, aber mit dem Makel der Wählerverweigerung. Wie ist Ihnen da zumute? Naja, also, machen Sie nur bitte etwas Platz. Zunächst einmal ist uns allen an diesem Tage auf beglückende Weise bewusst geworden, dass wir ein Grundgesetz und ein Wahlrecht haben, die mit solchen Aktionen mühelos fertig werden. Darum erfüllt mich heute Abend ein schönes Gefühl der Geborgenheit. Uns kann nichts passieren. Wird dieses Wahlergebnis die Politik des neuen Regierungschefs irgendwie beeinflussen? Aber wissen Sie, wählen gehen, das bedeutet doch immer zugleich auch was ändern wollen, was abschaffen oder umstürzen wollen. Das Kreuz des Wählers, das ist doch immer auch so ein latenter kleiner Revolutionswille, wenn auch meistens evolutionär. Aber heute gab es doch gar keine Kreuze. Eben, wenn die Wahlberechtigten gar nicht hingehen zum Wählen, dann sehe ich darin eine Zustimmung zum Status quo. Ein deutliches Ja zu unserer bisherigen Regierungspolitik. Eine Aufforderung, ganz unbeirrt weiterzumachen wie bisher, keinerlei Änderung. Herr Dr. Stüppers, denken Sie aufgrund der heutigen Vorgänge daran, eine Wahlpflicht einzuführen? Das hielt ich im Augenblick noch für verfrüht oder überstürzt. Und eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestwahlbeteiligung? Ach, wissen Sie, ob nun 100% der Wahlberechtigten wählen gehen oder nur 1%, das sollte den freien Bürgern dieser freiheitlichen Demokratie wirklich freigestellt bleiben. Die Regierungsarbeit geht auf jeden Fall ungestört weiter wie bisher. Und das muss sie auch. Welche Konsequenzen ziehen Sie denn aus den heutigen Vorgängen? Also wenn Sie mich hier erstmal durchgehen, ja, bitte, selbstverständlich. Dann werde ich in den kommenden 4 Jahren alles nur Menschenmögliche veranlassen, um den Wahlberechtigten dieses Landes in Zukunft die Qual der Wahl zu erleichtern und die Anzahl der Parteien immer mehr reduzieren helfen, sodass wir zu guter Letzt vielleicht höchstens noch 2 Parteien haben werden. Das wäre eine konkret spürbare Erleichterung für den Wähler. So, aber jetzt möchte ich wirklich gerne durchgehen, meine Familie begrüßen. Vielen Dank. Ja, verehrte Zuschauer, das waren die ersten Grundsatzerklärungen des neu gewählten Ministerpräsidenten Gotthard Stüppers. Und nun noch letzte Meldungen des heutigen Tages. Wie eine morgen veröffentlichte Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft für Trinkwasserverbrauch behauptet, ist das Trinkwasser in der gesamten Bundesrepublik nicht mehr ohne Vergiftungsgefahren genießbar. Ein Sprecher der Bundesgesundheitsbehörde teilte hierzu mit, dass Maßnahmen zur Entgiftung des Wassers bei gleichbleibender Interessenlage politisch schwer durchsetzbar sein dürften. Mit einer einstweiligen Anordnung hat das zuständige Verwaltungsgericht alle Aktivitäten der Umweltschutzorganisation Greenpeace untersagt, sofern sie dem Wachstumsprinzip der freien Marktwirtschaft im Wege stehen. Damit folgte das Gericht einem Antrag der Freien Unternehmervereinigung Chemie. In Baden-Baden wird sich morgen die Konferenz der medienpolitischen Gremien aller im Bundestag vertretenen Parteien zu einer Sondersitzung zusammenfinden. Einziger Punkt der Tagesordnung ist die verzerrende Darstellung diskreter parteipolitischer Vorgänge in den Massenmedien, die durch negativ aufbauschende Berichterstattung die Öffentlichkeit oftmals unnötig beunruhigen. Auf der morgigen Sitzung wird mit Beschlüssen gerechnet, die zu einer neuen und verschärften Mediengesetzgebung führen. Soweit die letzten Meldungen des heutigen Tages, mit denen sich die heute Redaktion von Ihnen verabschiedet. Was Ihnen morgen, übermorgen und auch die nächste Woche noch bevorsteht, das verrät Ihnen nun Elmar Gunsch.
Einverstanden, natürlich. Liebe Zuschauer, ich möchte Ihnen aber vorher noch etwas ganz anderes verraten. Ich weiß nämlich, warum die Wähler heute nicht zur Wahl gegangen sind. Sie hatten einfach keine Zeit, um es mit einem altdeutschen Kinderspruch zu sagen. Sie alle mussten ihren Teller Ratzeputz leer essen. So, was steht uns in den nächsten Tagen ins Haus? Etwas sehr, sehr Seltenes. Früher hätte man es Kaiserwetter genannt. Ich würde es heute Wählerwetter nennen oder noch besser Wahlwetter. Denn dem Wetterherrgott scheint der heutige Wahltag ganz besonders gut gefallen zu haben. Wie ein göttlich-kaiserliches Wählerwetter aussieht, das wissen diejenigen unter Ihnen, die heute den Schwalbenflug beobachtet haben oder ihrem Wetterfrosch ins Angesicht geschaut haben oder die einfach die vielen schönen Wetterwolken am Himmel entdeckt haben. Ja, liebe Zuschauer, auf uns kommt ein Wetter zum Eierlegen zu. Ein strahlend blauer Himmel, kein Wölkchen weit und breit. Die Sonne strahlt auf Gute und Böse, also auf Wähler und Nichtwähler. Und passen Sie bitte schön gut auf, bei einem solchen Wetter, da findet man Hufeisen auf den Wegen. Vielleicht ein vierblättriges Kleeblatt oder ein Marienkäfer kommt ganz einfach durchs Fenster geflogen. Und was das bedeutet, das wissen Sie ja. Ich drücke Ihnen die Daumen und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend. Wir schalten ein letztes Mal um in unser Wahlstudio. Ja, und hier meldet sich noch einmal das Wahlstudio, um sich von Ihnen zu verabschieden. Wir haben versucht, Sie die heutige Landtagswahl mit Ihren vielen Überraschungen hautnah miterleben zu lassen. Für uns selbst war es die spannendste und gleichsam unterhaltsamste Wahlsendung, die wir bisher erlebt haben. Schon, weil wir noch nie eine so geringe Wahlbeteiligung erlebt haben. Na, jedenfalls weiß jetzt die gesamte Bundesrepublik viel mehr, als sie vorher gewusst hat. Ja, außer uns natürlich. Das heißt, wir selber wussten natürlich schon vor der Sendung, dass niemand wählen gegangen war. Ja, und das macht das Ganze doppelt reizvoll für uns. Und damit verabschieden wir uns von Ihnen bis zur nächsten Wahlsendung. Alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich hatten Sie Spaß daran. Alles Gute. Tschüss, Ihr Dieter O. Nebenhoffer und... Und Rainer Umbill. Und zum Abschluss noch ein kleiner Stimmungsbericht von den Wahlpartys in den verschiedenen Parteizentralen.